einen etwas gemäßigteren Beitrag dürfen wir nun von Gerd Billen erwarten, vom Verbraucherzentralen Bundesverband, der eben sich unserem Bündnis mit angeschlossen hat und der auch sieht, es geht nicht nur um Geheimdienst, es geht auch um Industrie und die Art und Weise, wie Kundendaten verarbeitet werden, wie an wie vielen Stellen Sachen abgefischt werden. Das Mikrofon ist frei für Gerd Billen. Bitte einen jubelnden Applaus für ihn. Sie werden sich sicher fragen, was macht ein Verbraucherschützer bei einer Demonstration für Datenschutz? Normalerweise wühlen wir uns durch das Kleingedruckte der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und das ist genau der Grund, weshalb ich hier bin. Wir stellen nämlich in den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook, von Google fest, dass unser Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung jeden Tag mit Füßen getreten wird. Wir Verbraucherinnen und Verbraucher erleben zurzeit die Vertreibung aus dem Paradies. Das Internet, die Verheißung, kostenlos. Von all dem müssen wir uns verabschieden. Ja, wir haben irgendwie gemerkt, wir zahlen für Dienste mit Daten. Aber was mit diesen Daten geschieht, wie viel sie wert sind, das stellen wir jetzt fest. Wir selbst werden zu Waren. Wir kaufen nicht mehr, sondern wir werden verkauft. Man sammelt unsere Vorlieben, unsere Geschmäcker, unsere Reiserouten, unsere Telefonverbindungen und verkauft diese Profile. Und das ist das, was wir in unserer Rolle als Verbraucher und Verbraucherinnen merken müssen. Wir sind zur Ware. Wir können und wollen das aber nicht akzeptieren. Und deswegen müssen wir damit beginnen, die Macht und die Intransparenz der Internetkonzerne zu brechen. Ich finde, Google, die uns ausziehen bis aufs Hemd, die müssen endlich ihre Algorithmen offenlegen. Sie müssen sagen, was sie über uns speichern und an wen sie es verkaufen. Und die Vertreibung aus dem Paradies, ja, sie besteht auch darin, dass wir feststellen, dass ein amerikanischer Geheimdienst sich gar nicht mehr die Mühe machen muss, in unser Haus einzubrechen, um sich Dinge zu stehlen oder abzufotografieren. Sie können sich aus den Datenbergen der Internetkonzerne bedienen. Sie können und wollen alles lesen und auswerten. Was ist denn das für eine Gesellschaft, in der der Briefträger sich strafbar macht, wenn er einen Brief liest, in dem jemand, der in mein Haus verurteilt wird. Aber der amerikanische Geheimdienst glaubt, er kann all das kostenlos nehmen und sich bedienen. Und deswegen muss die Bundesregierung sich dafür einsetzen, dass unsere Grundrechte auch im Verhältnis zu den britischen oder amerikanischen Geheimdiensten gesichert sind. Und Vertreibung aus dem Paradies heißt auch, wir dürfen das nicht zulassen, dass es zu einer Kumpanei der Regierung und des Staates mit den großen Internetkonzernen kommt. Der Wahlkampf des US-amerikanischen Präsidenten Obama muss uns ein Warnsignal sein. Der Staat hat natürlich ein Interesse, wie andere auch, Dinge über uns herauszufinden. Er muss aber Marktwächter sein, er muss neutral sein, er muss dafür sorgen, dass die Unternehmen an die Kette gelegt werden, dass ihnen Schranken auferlegt werden. Und deswegen brauchen wir einen neutralen Staat, der für die Rechte sorgt, der Verbraucherinnen und Verbraucher, und nicht einen, der sich zum Kumpanen der Internetwirtschaft macht. Und die Vertreibung aus dem Paradies heißt, dass wir als Verbraucherinnen und Verbraucher erwachsen werden müssen.
Wenn wir verhindern wollen, dass wir zu prognostizierbaren Meerschweinchen werden, wo alle Unternehmen wissen, was wir in den nächsten 5 Sekunden tun, dann müssen wir uns an die eigene Nase packen. Wem geben wir denn die ganzen Daten? Wer von euch und uns nutzt denn WhatsApp, obwohl wir wissen, dass sie ganz beschissene Datenschutzbestimmungen haben? Und warum stellen wir uns nachts vor einen Apple-Laden, weil die nichts Besseres anzubieten haben als ein neues Telefon? Also, es geht nicht nur um den Staat, es geht um uns. Und deswegen müssen wir unsere Kraft bündeln, damit wir eine starke EU-Datenschutz-Grundverordnung kriegen. In Brüssel haben wir die Chance, ein Grundgesetz fürs Internet zu zimmern. Und wir sollten unsere Kraft darin legen, dafür zu sorgen, dass Konzerne gezwungen werden, die in Europa tätig sind, auch die hier geltenden Regeln einzuhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass der Schutz der Verbraucher, der Schutz der Daten in dieser Bundesregierung einen neuen Stellenwert gekriegt. Der Datenschutz gehört nicht ins Innenministerium. Die sollen sich gerne um die Terroristen kümmern. Aber ich könnte mir vorstellen, dass jemand wie Peter Schaar als Minister für Datenschutz und Verbraucher viel besser unsere Interessen vertreten würde. Und die dritte Aufgabe ist die, dass wir uns nicht nur in Empörung wallen, das ist notwendig und das ist wichtig, sondern dass wir mit der Hälfte der Bevölkerung sprechen, die sich nicht um Datenschutz kümmern, die sich nicht bedroht fühlen, die noch kein Problem darin sehen. Also geht nach Hause und redet mit euren Nachbarn, mit euren Freunden, mit euren Kindern. Deswegen finde ich, dass das Motto Freiheit statt Angst vielleicht geändert werden muss. Es geht um Freiheit und Mut. Es geht um unser Recht auf Selbstbestimmung. Und dafür setzen wir uns heute ein. Vielen Dank.